Wir waren beim Thema Verstärkerentwurf, nicht? Und wir sind, das möchte ich noch, weil es so wichtig ist, noch mal einmal kurz rekapitulieren. Wir waren in den Gains und wir waren vor allen Dingen hier dabei, uns Gedanken über Stabilität zu machen. Haben da verschiedene Geschmacksrichtungen von Stabilität identifiziert und vor allen Dingen auch eines ganz klar gesagt, Stabilität muss in jedem und immer in jedem Frequenzbereich des Transistors gelten und natürlich nicht nur da, wo Sie Ihren Verstärker betreiben wollen. Ne? Ja, dann hatten wir uns über verschiedene Power Gains Gedanken gemacht, was da irgendwie sinnvoll ist und was nicht. Und dann haben wir uns schon mal den ersten Verstärker angeguckt, den ersten Transistor. Den wir unter QX, wo ist das? QX war unter Bildung, da. Hier beispielsweise als ein einfach S-Parameter-File rausgegriffen haben. Hier, wie man leicht sieht, für einen Arbeitspunkt 3 Volt, 50 mA. Das sind dann die S-Parameter. An der Stelle ist er linearisiert. Wenn Sie diesen Arbeitspunkt nicht vorwählen wollten, müssten Sie tatsächlich in eine nicht-lineare Simulation reingehen, Spice-mäßig oder so. Dann könnten Sie eine Vorspannung, also einen Arbeitspunkt letztlich über die Widerstände auch in der Simulation einstellen und dann könnten Sie Ihre Signale eingeben. Das hat man hier als Hersteller für Sie schon gemacht. Also der Hersteller hat im Prinzip da den Transistor vorgespannt und gemessen. Und die Ergebnisse dieser Messung sind dann eben in die Datei eingeflossen. In diese S2P-Datei, die man ja auch lesen kann. Wir haben festgestellt, dass wenn wir hier eine Anpassung auf der einen und auf der anderen Seite nacheinander machen, das irgendwie in die Hose geht. Zwar kriegen wir die eine Seite angepasst, aber die andere bombt es total raus in einen auch potenziell instabilen Bereich. So. Wie kommen wir jetzt zu Rande, dass wir hier, und vor allen Dingen ist die Anpassung auf der anderen Seite überhaupt nicht mehr gegeben, sondern das, was wir dann als erstes angepasst haben und mal erst gut war, wird einfach durch die Veränderungen an der anderen Seite des Transistors, egal wie rum sie es machen, einfach wieder völlig zunichte gemacht. So, jetzt könnte man natürlich hergehen und sagen, okay, habe ich hier noch irgendwie einen anderen? Ja, nehmen wir den hier. Machen Sie ruhig mit, ich bremse auch. Also machen Sie es auch wirklich. Ich will jetzt hier nicht die Show machen, sondern eigentlich mache ich nur was vor. Und wenn Sie nicht mitkommen, dann bremsen Sie mich bitte. Das mag jetzt auch für die Zuschauer an den Endgeräten langweilig werden. Das ist halt so. Ich könnte dann ja mit der Kamera gleich kommen und bei Ihnen einfach mal filmen. Oder ich schneide es hinterher zurecht oder was eigentlich. Wir müssen da jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Das ist eh nur für uns, das Video. Und für irgendwen, der sich das völlig sinnlos anguckt, weil er irgendwie seinen Yogakurs verpasst hat oder so. Gut. Ja, so entspannend wird das. Gut, wenn Sie das jetzt also hier simulieren, wir haben jetzt einen Frequenzpunkt, wir könnten jetzt ja auch hergehen und sagen, na, setzen wir hier mal noch einen Marker hier drauf, das bietet QX und ja noch hier das Two-Port-Matching an. Also beide Tore werden angepasst. Ich habe es hier jetzt bei 2 GHz gemacht. Ist das klug? Wollte ich das so? Ah, ich weiß, was ich da... Ich glaube, wir hatten 900 MHz gesagt, ne? Zunächst, oder? 433. Ich habe 433. Ja, ja, dann mache ich auch gleich 433. Sie haben recht. Gut, so. Dann gehen wir mal auf den S11. Rechte Maustaste so lange langsam klicken, bis es richtig wird. Machen ein Two-Port-Matching bei 433 MHz auf 50 Ohm. Und stellen fest, dass hier so ein paar C1er, Cs hier so ein bisschen ungelenk not a number sind. Oder ein L ist ein Inf. So, was passiert? Also man kann jetzt natürlich argumentieren, QX ist Mist. Ist auch etwas ungelenk an der Stelle. Also es könnte auch eine elegantere Antwort geben. Aber die Antwort müsste sein, damit man es auch jeder versteht, müsste so in etwa sein, ey du Hirsch, ein nicht absolutes Zweitor kannst du nicht an beiden Seiten anpassen. Das ist die Antwort.
Das drücken die etwas anders aus, aber im Prinzip ist es das. Also das geht nicht. Es ginge und deswegen habe ich die 2 GHz mal eingetippt. Sie wissen ja, wenn Sie sich noch ein bisschen daran erinnern, wie die Stabilitätsparameter hier waren, dass der so ab 1,5 GHz wird der absolut stabil, der Transistor. Ne? Wenn wir das jetzt hier machen, dasselbe nochmal. Hopsa. Two-Port-Matching erstellen. Dann gibt es plötzlich sinnvolle Werte. Also einen absolut stabilen 4-Pol, 4-Pol oder 2-Tor, kann man an beiden Seiten konjugiert komplex anpassen. Also das geht. Einen nur bedingt stabilen, also conditionally stable, kann man nicht. Das geht gar nicht. So, also können wir da jetzt schon mal einen Haken dran machen. Anpassung an beiden Seiten ist halt nicht möglich. Jo. Was jetzt? Also probieren Sie es einfach selber nochmal aus. Oder ja, probieren Sie es aus. Und Sie können das jetzt auch hier, das machen wir aus spaßeshalber auch nochmal. Setzen wir doch das Ergebnis, das hier rausgekommen ist, bei 2 GHz. Einfach auch mal ein. Ich dachte immer, ich habe damit Probleme. Es wurde mir eben vorgeworfen. Wenn Sie tatsächlich das Ding, das jetzt einsetzen, dann stellen Sie fest, dass Sie eine sehr gute Anpassung an beiden Seiten haben. Also im Prinzip funktioniert das schon, die Variante. Nur eben nicht für bedingt stabile, ne? Sondern nur für unbedingt bzw. absolut stabile. Einen bedingt stabilen 4-Pol kann man nicht an beiden Toren konjugiert komplex anpassen. So, also ich habe das jetzt einfach mal so damit drauf geschmiert, damit man sich das irgendwie noch merkt. Sie kriegen die ganzen Sachen ja auch, ne? Ich weiß nicht, ob man das lesen kann, aber Sie fühlen, was gemeint ist, ne? Die kommen klar, also nehmt, also wenn Sie da jetzt Zeit brauchen, dann nehmen Sie sich die einfach, also bevor das jetzt hier irgendwie, aber belasten Sie nicht Ihren Nachbarn damit, wenn es geht. So, das haben wir eben ausprobiert. Das kann man auch mathematisch nachweisen, dass das so geht, aber auf die Mathematik verzichte ich hier an vielen Stellen, also so auch hier. Wir haben es, sagen wir, erfahren oder ausprobiert. Also das geht nicht und das müssen Sie sich auch merken. Und wenn da mal irgendeiner daherkommt aus der Designabteilung oder so, dann kann man ihm das auch durchaus so sagen. Man kommt natürlich einigermaßen ran. Also man kann schon eine gute Anpassung machen, aber keine ideale. Was ich jetzt gefordert habe, war ja ideale Anpassung an beiden Seiten. Man kommt einigermaßen dicht ran. Aber jetzt ist ja die Frage, was ist denn sinnvoll? Und ohne jetzt hier auch da wieder auf die hohe Mathematik einzugehen, möchte ich einfach mit Ihnen hier ein bisschen in QX arbeiten und zeige Ihnen ein ganz wunderbares Tool. Das kann man mathematisch extrem komplex einführen und das ist auch schwierig. Und ich erinnere mich, dass ich in meiner Studentenzeit mich lange, lange mit dem Thema beschäftigt habe. Also bis ich es wirklich verstanden hatte. Ich mache es nur in Bildern.
die Abkürzung kann man heute gehen, weil wir die Simulatoren haben. Machen wir einfach hier mal das ganze Anpassglied wieder raus. Gehen wieder auf 433 MHz zurück. Das war ja das, wo wir arbeiten wollten. So, und dann nehmen wir mal den gerade raus. Die beiden Marker könnten wir lassen eigentlich. Und fügen hier noch ein Stabi L meinetwegen und Stabi S. Welcher gehört jetzt zu welchem? Aber man sieht das kaum, ne? So ein bisschen dicker machen. Halt, da. So, haben wir die Stabilitätskreise eingefügt und S11 und S22. Der Stabi L ist der für die Lastreflexion. Das heißt also, den könnten wir, wenn wir wollen, auch blau machen und den anderen machen wir grün. Ich lasse es jetzt einfach erstmal so stehen. So, was es gibt, ich beweise auch das nicht, sondern sage einfach, dass es das gibt. Es gibt Kreise konstanten Gewinns. So, das heißt also, Sie könnten sich jetzt einen Kreis zeichnen für meinetwegen den Lastreflexionsfaktor. Und wenn Sie sich mit der Lastreflexion, also dem Gamma L am Ende, auf diesem Kreis bewegen, dann hat dieser Vierpol immer den gleichen Gewinn. Kann man beweisen, folgt einfach daraus, dass man hier in den Gewinnkreisen auch wieder hier einfach nur diese gebrochenen rationalen Funktionen hier beispielsweise hat. Da, hier oben sehen wir sowas, ne? Da an der Stelle, jetzt sieht man hier die Maus nicht, nicht? In dem oberen Teil hier, da steht das Gamma L drin, da steht das Gamma S drin. Und wenn ich dieses Gamma L oder das Gamma S, das kann ich jetzt wählen, auf eine gewisse Art und Weise variiere, nämlich genau auf einem Kreis im Smith-Diagramm variiere, dann bleibt das G immer gleich. So, einfach nur nochmal eine Beschreibung. Und das probieren wir einfach mal aus, indem wir hier gucken, was QX uns da so anbietet. Da gehen wir mal wieder auf die Hilfe. Der Help-Index, kurze Beschreibung der mathematischen Funktionen. Upsa, ich muss hier auch. Na, habe ich schon eine Maus, sonst geht immer noch nicht vernünftig. Was hat der denn heute für ein Problem? Die Maus ganz groß. So, und da gibt es hier GA-Circle und GP-Circle. Die beiden. Gucken wir mal drauf, was da steht. Kreise mit konstanter verfügbarer Leistungsverstärkung in der Quellebene. Das heißt also, das ist der Kreis für das Gamma S. Genau. Und Kreise mit konstanter Leistungsverstärkung in der GP-Ebene. Okay, wie wendet man das an? Machen wir das einfach mal. Machen das unten in die Gleichung hier mit rein. Meinetwegen ganz oder am besten ganz unten drunter. Machen wir erstmal GP. Circle. S. So, und jetzt müssen wir uns natürlich irgendwie einigen. Upsa. Was ist jetzt los? Wieso habe ich jetzt keine... Hä? Wieso habe ich denn jetzt plötzlich keine Klammern mehr? Also... Ach so, da oben geht es natürlich. Ja. Ich habe das im Namen. Das darf ich im Namen nicht verwenden. Ich war im falschen Bereich.
Machen wir, nehmen wir es einfach GA. Und da hätte ich dann den Befehl, ich habe den Befehl einfach in der falschen Spalte eingetippt. Und jetzt geht es nämlich auch S. So, jetzt muss ich irgendwie angeben, für welchen Gewinn ich das Ganze denn gezeichnet haben möchte. Das ist so eine Liste, die ich da angeben muss. Dann nehmen wir mal, ich nehme einfach mal 10, 20, 30, 40, 50. Also für einen Gewinn von, das sind nicht dB, sondern linear. Ich hoffe mal, dass das geht. Ich kann natürlich auch hier nochmal runtergehen auf 5 und 2. Müssen wir mal sehen, was wir da hinkriegen. So, machen wir übel nehmen. Ah, dann machen wir noch den GP-Circle auch gleich dazu. GP. Shit. Hinzufügen hätte ich machen sollen. Da, dann machen wir nochmal Stabi S. So. So könnte das jetzt aussehen da unten mit den Gleichungen. Ich zeige es auch gerne gleich nochmal, das ist kein Problem, alles. So, jetzt wollte ich doch den Stabi L, den wollte ich doch blau machen, nee, wollte ich rot machen. Ich habe simuliert, ich meine, ich habe simuliert. Das war das, der Plan. Dann haben sie was falsch gemacht. Ich mache gerade mal zu Ende. So, jetzt mache ich mir den GA hier rein und den GP hier rein. Den gönne ich gleich, die Dicken sind schon da. Ah, okay. Das sieht jetzt irgendwie so aus, als wenn man da gar nichts sehen würde. Das ist ja alles sehr, sehr weit außen. Wieso ist das alles so weit außen? Weil die Werte, die ich eingetippt habe, nämlich nicht ganz sinnvoll sind. Tippen wir hier nochmal ein, 100, 200, 300, 400. Das machen wir hier auch nochmal. So, und dann sieht man schon ein bisschen mehr oder man sieht auch wieder weniger, wie auch immer man das interpretieren möchte. Ich nehme das gleich auseinander, dass man ein bisschen mehr sieht. Also jetzt sehen Sie erstmal Kraut und Rüben und ganz viele bunte Kreise und irgendwie findet man sich nicht zurecht. Aber wir sortieren das gleich, keine Angst. Brauchen Sie nochmal die Gleichung? Man kann da auch im Prinzip so ein Linspace oder sowas ein... Oh shit. So, dann könnte das beispielsweise so aussehen. Sehr unübersichtlich, hilft nicht wirklich, ne? Deswegen trenne ich das mal hier in zwei. Und in den einen mache ich nur die Lastseite, in den anderen mache ich nur die Quellseite rein. Dann kriegen wir das ein bisschen übersichtlicher. Das heißt also, ich mache den weg, den weg. Und gelb ist auch scheiße, nicht so schön, wollte ich sagen. Nehmen wir da mal so ein. Mit Konstantin Wecker, Gottfried Benn, ne? Das ganze rötliche Rot.
Jetzt habe ich hier natürlich was falsch gemacht. Den wollte ich hier nicht haben, sondern ich wollte S22 haben. Quatsch. Weg damit. Gut, so, das sieht schon besser aus. Das wollte ich und hier mache ich den weg und den Stabi S weg und den GA weg. Und den lassen wir rot und den machen wir auch noch auf rot. So. Ist ein bisschen übersichtlich geworden. So, was liegt jetzt eigentlich vor? Gönne ich mir mal so einen Marker. So, und den habe ich jetzt auf einen von diesen, man nennt das Gewinnkreisen, gesetzt. Ich konfiguriere den nochmal, indem ich gerne hier Betrag und Phase dargestellt haben möchte. Das ist ein bisschen angenehmer. Genau, da bewege ich mich jetzt auf dem Gain-Kreis hier für 900. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel Quellreflexionsfaktor einstelle, wie ich ihn da jetzt, wo ich mit dem Marker bin, angebe, dann kann das Ding einen Gewinn von 900 produzieren. Das sind so knappe 30 dB. Ich muss dem dann eben einen Z geben, also eine Impedanz geben von 21 plus J 18,2 Ohm. Und ich kann hier auf diesem Kreis hin und her bewegen mit den Links- und Rechts-Pfeilen. Da sehen Sie. Und auf, je nachdem, also wenn ich jetzt eine Impedanz oder einen Reflexionsfaktor hier auswähle, am Eingang, an der Quelle, dann wird dieses Ding da immer so einen Gewinn von 900 haben können. Ich kann da bis an diese Stelle fahren, da bin ich genau am instabilen Faktor. Das heißt also, hier hat das Teil da im Prinzip eine Impedanz von fast Kurzschluss. Wenn ich dem fast einen Kurzschluss gebe, dann hätte das Ding einen Gewinn von 900 oder könnte das Ding einen Gewinn von 900 haben. So, Sie sehen, dass all diese Kreise mit konstantem Gewinn sich da treffen, wo der Stabilitätskreis durch das Smith-Diagramm geht. Also durch das Smith-Diagramm mit Gamma-Betrag gleich 1, also die Grenze des Smith-Diagramms. Ne? Das ist genau dieser Punkt, wo ich jetzt hier mit dem, wo ich jetzt hier bin. So, natürlich darf ich den nie als Reflexionsfaktor wirklich präsentieren, weil das ist im Prinzip der Kurzschluss und da kann ich nicht vernünftig mit arbeiten. Ich kann aber andere Werte wählen. Ne? Ich könnte jetzt zum Beispiel hier, wenn ich mit den Pfeil hoch und runter Tasten weiterlaufe, dann ändere ich den Gewinnkreis, auf dem ich mich bewege. Ich könnte jetzt also auch sagen, na hallo, gehen wir mal hier durch. Upsa. Gehen wir mal hier durch. Jetzt beobachten wir mal, wenn wir hier uns jetzt bewegen, so in den Punkt, da sind wir bei 38. Gehen wir mal hier lang. Guck mal, wenn wir jetzt also da, das ist so in etwa, da sehen Sie 57 plus J 1,35 Ohm. Das heißt also, wenn ich dem einfach nur einen 50 Ohm Generator anschließe am Eingang, dann würde der dieses Zweitor jetzt einen Gewinn von 400 produzieren können. Wie die Anpassung ist, die Anpassung ergibt sich jetzt ein bisschen daraus, wie eben das S11, das liegt ja immer noch hier, zu dem steht, was ich dem wirklich am Generator da gebe. Das heißt also, ich habe jetzt im Prinzip hier den Generator mit 50 Ohm lasse ich arbeiten gegen den Eingang von dem
Zweitor mit, was der hier jetzt eben hat, also mit diesem S11, geht da drauf, genau, mit 9,3 minus J4,3, das heißt also, das gibt eine ziemliche Reflexion an der Stelle. Fragt man sich, hä, warum geht das mit dieser Reflexion? Ja, weil es im Prinzip so ist, dass immer wieder die Leistung, die nicht angepasst war und in das zweite Tor reingegangen ist, ihm immer wieder und wieder angeboten wird. In Anführungsstrichen, das ist so ein bisschen eine Mickey-Maus-Erklärung. Ne? So, und deswegen kann er eben einen Gewinn von 400 jetzt generieren. So, das wäre jetzt vielleicht die einfachste Variante, dass ich den einfach hier mal mit einem Gewinn von 400 laufen lasse und dann, ja, so, hat er das. Im Prinzip selbe Geschichte kann ich auf der Rückseite machen, auf der Ausgangsseite machen. Auch da kann ich mich mal mit zwei Markern bewegen. Auch da habe ich diesen 900er Marker, das ist der Kreis, der am dichtesten am Stabilitätskreis liegt. Auch hier ist es so, dass sämtliche Kreise da durch das Smith-Diagramm durchgehen, wo das, der Stabilitätskreis durch das Smith-Diagramm geht. Ich mache mir hier nochmal eine andere Anzahl. Ich glaube, 5 war da eine gute Zahl. Jo, sieht gut aus. Mache ich auch nochmal. Genau. So, und mache einfach mal spaßeshalber. Das ist nicht die beste Variante. Abbrechen. Nicht die beste Variante, aber ich kann das tun. Wandere auch hier auf den korrespondierenden Kreis wie am Eingang, nämlich auf den 400er. Ja, da sehe ich aber schon, da kriege ich keine vernünftige, da kann ich mit 50 Ohm nichts reißen. Ich versuche mal einen vernünftigen Kompromiss zu finden, welchen Gewinn ich vielleicht erreichen könnte, wenn ich mit auf beiden Seiten in etwa einfach nur 50 Ohm anschließe. Und dann gucke ich, ob es passt. Also es ist noch nicht die Lösung für das Problem, nicht? Aber ich gucke mal einfach, beide Seiten hängen ja irgendwie miteinander zusammen, das wissen wir. Ich versuche jetzt einfach mal auf dem Kreis mit dem gleichen Gewinn zu bleiben und in die Nähe des Ursprungs zu kommen. Da bin ich, glaube ich, hier ganz gut beraten. Schon auf dem 500er Kreis, dann gehen wir hier auch nochmal auf den 500er. Das ist da. So, das heißt also, wenn ich da 50 Ohm anschließe, dann werde ich irgendwas zwischen 400 und 500 wahrscheinlich kriegen. Hm. Nee, das wird nichts. Das geht eher auf 600. Aber zwischen 400 und 600. Und eine ziemlich miserable Anpassung, weil nämlich hier der Abstand zumindest von Konjugiertkomplexen des S22 ziemlich weit ist. Gucken wir uns das mal an. Und lassen uns einfach nur mal S21 anzeigen. Da sehen wir nichts. Durchgezogene Linie wollen wir nicht. Nehmen wir mal einen Kreis. Dicke 3. So, was haben wir? Ich möchte mal den Betrag sehen. Ups, das mache ich aber am. Oh Mann! Betrag und Phase. So, 18,2. Macht mal 18,2 zum Quadrat. Emacs offen, ja. Das ist 331, das heißt also, wir liegen hier bei einem Gewinn von ca. 300. Das ist ja bloß die Amplitudenverstärkung, da das S21, wenn wir die Leistungsverstärkung haben wollen, müssen wir es mindestens quadrieren. Also kommen wir da auf gute 300. So, wie geht man jetzt sinnvoll damit um? Und wie nutzt man diese Kreise, zumindest in einem ersten Schritt? Sind Sie denn überhaupt so weit jetzt? Und da können Sie auch einigermaßen, also sind Sie dabei, können Sie folgen und so? Und das ist.
Ja, und es ist auch einigermaßen klar, wo ich hin will. Okay. Also ich möchte ja einfach die Eingangs- und Ausgangs-Anpassnetzwerke konstruieren. Und da brauche ich irgendwelche Kriterien dafür. Einfach so rangehen und sagen, oh, beide Seiten anpassen, klappt halt nicht. Das haben wir ausprobiert. So, also muss ich irgendwas anderes finden, wie ich mich daran tasten kann. Ich könnte jetzt auch irgendwas Willkürliches wählen und so, aber ich habe jetzt einfach gesagt, ich gucke mal, wie sich der Gewinn denn verhält. Gewinn ist ja wichtig für Verstärker, deswegen baue ich die überhaupt. Und jetzt habe ich erstmal geguckt, wie sich der Gewinn verhält. Stelle fest, wenn ich da das mit den Eingangs- und Ausgangsreflexionen richtig mache, dann kann ich mich auf irgendwelchen Kreisen konstanten Gewinns bewegen. Und jetzt versuche ich einfach einen guten Kompromiss zwischen Eingang und Ausgang und Anpassung zu finden. Das alles. So, dann gucken wir doch mal am Eingang. Jetzt wäre ja irgendetwas schön, was einen hohen Gewinn hat und zu einer guten Anpassung am Eingang führt. Also das ist ja durchaus irgendwie Kriterium, das man so aufstellen kann und das einigermaßen Sinn macht. Ne? Gut, dann gucke ich mal, wie das mit dem S11 ist und begebe mich einfach mal da in die Nähe. So, das heißt, ich bin jetzt hier auf dem Gewinnkreis von 600. Wenn ich das versuche anzupassen, was ich jetzt auch einfach mal machen kann, hier über Power Matching, da muss ich nur aufpassen, dass ich die richtigen Werte hier eintippe, weil der Qx falsch übernimmt. Und da ich von 50 Ohm, nee, die 50 Ohm darauf anpassen möchte, muss ich hier das Konjugiertkomplexe wählen. Das ist ein bisschen ein Trick. Dann komme ich hier drauf. Dieses Anpassnetzwerk. Und schiebe das auch einfach mal hier rein. Und guck mal, was passiert. Vielleicht war das gar nicht so gut, was ich da gemacht habe. Doch, war gut. Also einfach rechte Maustaste auf den Marker und dann Power Matching und dann 433 MHz ganz unten, weil er da einfach einen falschen Wert übernimmt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann habe ich das Konjugate-Komplexe genommen. Weil sie in die andere Richtung anpassen. Ja, das. Ich mache es nochmal weg. Und mach's mal ohne Konjugate-Komplex, so viel Zeit ist ja. So, Power Matching, ich mach's mal ohne. Das erschien mir nämlich eben schon komisch. So, wenn ich das Konjugiertkomplex mache, dann sieht es zwar so aus, wie ich das S11 da ganz ziemlich in die Mitte bombe, aber da kommen ganz komische Dinge offensichtlich bei raus. Ne? Das sieht ja schon sehr komisch aus jetzt hier, was aber erstmal nicht unbedingt was heißen muss. Wo kommt er denn? So, dann erreiche ich nicht, was ich wollte, nämlich eine Anpassung oder einen Gewinn von 600. Also, nochmal mit dem Konjugiertkomplexen. Da ist es schon wieder. Aha. Also mit Steuerung Z geht das. So, und dann habe ich genau das. Wenn ich jetzt 50 Ohm an das Zweitor mit dem Anpassnetzwerk anschließe, dann habe ich einen Gewinn von 500.
600. Und genau so ist es ja designt worden. Ne? Ich wollte es ja so machen, dass ich die 50 oben so anpasse, dass das Ding einen Gewinn von 600 hat. Das habe ich jetzt erreicht. Das S11 ist immer noch so ein bisschen, habe ich zwar in der Nähe da angepasst, immer noch so ein bisschen da hinten. Das war vielleicht gar nicht so clever, was ich da jetzt getan habe. Vielleicht finde ich eine bessere Variante. Also in die Nähe des S11 zu gehen mit der Anpassung hat mir nicht wirklich geholfen. Vielleicht finde ich da noch was Besseres. Bleiben wir auch einfach erstmal beim Eingang und basteln wir da ein bisschen rum. Und wenn Sie Zeit brauchen, sagen Sie das bitte, ne? Dann lasse ich Sie auch einfach in Ruhe, dass Sie ein bisschen spielen können. So, 600 war vielleicht keine so schlechte Wahl. Eigentlich müsste ich irgendwie da an die Stelle kommen mit der Anpassung. Komme ich auch nicht wirklich hin. Je weiter ich mich davon entferne, desto besser. Das ist ein bisschen schade. Also ich sehe jetzt gerade nicht, wie ich da wirklich gute Anpassung hinkriege mit dem Ding. Da versagt er mir so ein bisschen. Also es wäre gut, wenn ich irgendeinen Gewinnkreis hätte, der sich beim Kontingentkomplexen des S11 bewegt. Weil dann könnte ich Anpassung und Gewinn gleich gut hinbekommen. Aber da bin ich halt im Leeren, ne? Und auch sehr, sehr dicht am Instabilitätskreis oder Stabilitätskreis. Und da möchte ich eigentlich gar nicht hin. So, also bleibe ich vielleicht genau bei dem, was ich eben hatte. Gibt es was Besseres, was Einfacheres? Nee, auf die 900 will ich, ja, das könnte ich probieren. Komme ich vielleicht dichter ran. Trennen wir uns mal von den 600. Und gehen auf den 900er Kreis und dann da in die Nähe. Das ist auch vielleicht relativ einfach, weil ich nämlich nur auf der reellen Achse mich bewege. Probiere ich mal, was da passiert. Power Matching, selbe Spiel. Konjugiert Komplexen. Die Werte sehen auch noch ganz vernünftig aus. Das ist besser. Jetzt habe ich, wenn ich 50 Ohm anschließe, genau, wenn ich 50 Ohm anschließe, ist jetzt 27, hä, wo ist denn der? Genau, da, so, wenn ich jetzt in etwa 50 Ohm anschließe, dann komme ich hier auf eine recht gute Anpassung, da steht es mit 0,07, das ist besser als 20 dB. Und ich bin nicht allzu weit mit dem S11 von dem 50 Ohm Punkt weg. Das heißt also, das mit der Anpassung könnte jetzt einfach auch wirklich ganz gut funktionieren. Und ich habe auch noch einen Gewinn von 900. Also auch das ist eigentlich eine ganze Menge und ganz schön. So, jetzt probieren wir aus, was auf der anderen Seite geht, wenn Sie das erstmal so weit haben. Das ist schwierig, ne? Also alles zusammen schwierig, herzukommen mit der Dinge. Bitte was? Alles zusammen schwierig. Ja, also nehmen Sie sich ruhig die Zeit. Also das ist, da lernen wir jetzt mehr, als wenn ich Ihnen jetzt, Sie jetzt hier zutexte. So.
Ja, vielleicht hat er einen Überblick. Ich habe es in zwei gepackt. Ja, kann man ja tun. Ich kriege Ärger, weil da Werbung an der Tafel steht. So drücken wir uns nicht aus. So drücken wir uns nicht aus. Es ist nicht optimal. Wenn Sie schon anfangen, sich zu recken, dann kann ich ja hier irgendwie weitermachen, ne?
Das hat nicht geklappt. Irgendwas noch fallen, habe ich. Das mit dem Klicken ist komisch, ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Gefällt mir besser. Blöd. Kreise. Machen Sie es auf der 800er? Ist das dein eigener oder Ausgang? Ja, also bei mir liegt der auch voll, wenn er wieder ausgeht. Der liegt richtig blöd im Bein. Hä, da habe ich doch was falsch gemacht. Also bei mir liegt der Eingang relativ gut. Der Eingang ist oben, nichts mehr zum Komplex ist und der Eingang. Der Ausgang. Das ist aber erstaunlich. Hä, da passt doch irgendwas nicht. Ich wundere mich gerade, ich habe jetzt die Simulation hier aus durchgeführt und wundere mich gerade, dass ich hier auf eine Eingangs- und Ausgangsanpassung komme, die auf drei Stellen genau ist, gleich ist. Also da vermute ich, dass da irgendwo ich einen Fehler gemacht habe, aber ich habe den noch nicht gefunden, den Fehler. Vielleicht ist es einfach so, dass das jetzt gerade so ist. Ja, die Formeln sind auch richtig, also von daher. Ja, nehmen wir es halt mal so hin. Ich kann es ja mal spaßhalber ausprobieren, indem ich hier mal so ein Ding wegmache. Dann müsste es eigentlich anders werden, ne? Genau, dann werden sie auch anders. Gut. Also damit, die Taste haben sie schon gefunden, ne? Also damit können sie Elemente hier entweder als Leerlauf darstellen, also Unterbrechung, oder sogar, wenn es dann grün ist, als Kurzschluss. Also ich könnte jetzt hier auch den Ausgang kurzschließen, wenn ich wollte, aber das ist natürlich sinnlos. So, was hatte ich dann gemacht? Ich bin dann auf dem 900er Kreis, den hatte ich ja gewählt. Wenn Sie den 800er genommen haben, nehmen Sie den 800er. Bin ich in einen Bereich gegangen, der mir gefiel. Das war so ein bisschen gegenüber, also beim Konjugatkomplexen von S22 und habe da wieder die Anpassung gemacht, auch mit dem Konjugatkomplex, also indem ich den Wert Konjugatkomplex habe und komme dann auf dieses Konglomerat hier mit 433 Nanohendry, das ist so viel wie Leerlauf, deswegen macht der Leerlauf auch kaum einen Unterschied. Also wahrscheinlich würde ich, wenn ich das Ding wirklich aufbauen würde, diese Spule, die da unten zur Masse geht, einfach weglassen. Weil sie also praktisch so groß ist, dass sie bei 433 MHz eigentlich nichts macht. Also schon was, aber eben einen Leerlauf im Prinzip darstellt, ne? Hier oben haben wir eben die 7,4 oder 7,36 Nanohendry. Alle anderen Werte sind auch so, dass man sie einbauen könnte. Und wenn ich das dann simuliere, kriege ich eben hier was raus, was zu einem Gewinn von fast 30 dB führt, also 28,7 dB bei S21.
und eine Anpassung am Eingang und Ausgang von ca. 7,5, minus 7,5 dB. Das ist nicht gut. Für Leistungsverstärker aber nicht ungewöhnlich. Also ich würde den jetzt so, können wir ohnehin noch nicht verkaufen, so, ne? Aber ich würde den jetzt vielleicht nicht unbedingt so auf den Markt bringen wollen, den Verstärker. Da würde ich schon noch ein bisschen mehr dran rumtunen und ein bisschen mehr dran machen und auch auf andere Parameter noch achten. Jetzt aber auf der einen, mindestens einen Seite eine solch miese, also relativ schlechte Anpassung zu haben, ist jetzt für einen Verstärker, ja, kommt vor, ist so. Ist nicht so ungewöhnlich, ne? Also es geht besser, aber es ist halt auch nicht so ungewöhnlich. Gut, die Rückwärtsbedienung ist 28,6, so ist es halt. Wir können uns hier spaßeshalber noch K anzeigen. Haben wir das nicht irgendwo hier gehabt? Da. Und wir sehen, dass das Ding mit 0,68 immer noch nur bedingt stabil ist, natürlich, ne? So. Also wenn da was schief geht, Klammer auf, und es wird was schief gehen, Klammer zu, dann fängt das Ding an zu schwingen. Klammer auf, und es wird anfangen zu schwingen, Klammer zu. Also wir sind noch lange, deswegen kann man auch nicht verkaufen, wir sind noch lange nicht am Ziel, ne? Wir müssen da schon noch ein bisschen mehr tun. Abgesehen davon haben wir jetzt ja auch mal so ganz naiv so einen S-Parameter-Block da eingebaut. Dieser S-Parameter-Block ist aber nicht gleich dem Transistor. Wenn wir jetzt einfach nur den Transistor da einlöten würden und dann diese L und C, die wir da entworfen haben, da dran löten würden, dann würde gar nichts passieren. Weil wir müssen ja noch eine Gleichspannung anlegen, damit er überhaupt diese S-Parameter hat, ne? Das heißt also, ein Vorspannungsnetzwerk fehlt auch noch. Also, es gibt noch eine Menge zu tun. Das haben Sie soweit mal hingespielt hier. Was wir jetzt spaßeshalber mal machen könnten, ist, genau, machen wir uns mal eine Simulation fertig. Hier kopieren wir mal die Gleichungen. So, und in der einen Gleichung hier nehmen wir mal alles, was Kreise ist, raus. Weil wenn wir nämlich über einen größeren Frequenzband jetzt irgendwie versuchen, Kreise darzustellen, dann wird das sehr unschön. Und aus dem anderen nehmen wir alles, was eben nicht Kreise ist, raus. Halt, den Stabfaktor können wir auch wegmachen, das ist ja auch da. So, und wenn wir jetzt über einen größeren Frequenzbereich simulieren wollen, dann können wir einfach dieses Gleichungsblock hier deaktivieren, machen diese S-Parameter-Simulation, die können wir hier zueinander packen, weil die jetzt zueinander gehören, weg und aktivieren jetzt diese S-Parameter-Simulation bis von 100 MHz, das passe ich noch ein bisschen an, von meinetwegen 10 MHz bis 3 GHz. Mit, was weiß ich, 300 Punkten. Muss natürlich auch dann mal das Return drücken, richtig. Mal das simulieren. Und dann kriegen wir hier im S-Parameter was um. Dann wird hier angezeigt ungültig, weil wir natürlich diese Kreise nicht mehr definiert haben. Ne? Die sind nicht da. Wenn wir das gemacht hätten, dann würden jetzt für jeden der 300 Frequenzpunkte wird so eine Summe von Kreisen erzeugt und dann sehen Sie einfach gar nichts mehr. Deswegen habe ich das auskommentiert. Und außerdem rechnet er dann auch natürlich lange daran rum, weil er nämlich für jeden Kreis da auch noch wieder was erzeugen muss. So, und dann haben wir hier folgenden Frequenzverlauf. Der sieht jetzt hier nicht so schön aus, weil ich das mit Kreiselchen dargestellt habe. Können aber hier mal einen Marker setzen, zum Beispiel hier auf die Eingangsreflexionsfaktor. Und dann stellen wir fest, bei 490, ja, wir haben da sogar eine ziemlich gute Anpassung hier bei 500 MHz, aber da wollen wir sie gar nicht. Bei 430, da haben wir diese 7. Jo. Gut, ich packe mir nochmal das K hier rein und das lege ich mir aber auf die rechte Achse. Mit einem Sternchen, damit ich sehe, was bei K passiert. Und da sehen Sie, dass der hier so ab 1,2 GHz fällt der unter 1, also unterhalb von 1, von einem GHz wird er dann
nur bedingt stabil und so in dem unteren Frequenzbereich, so bei wenigen 100 MHz oder unter 100 MHz sogar, haben sie also da sehr geringe Werte für K. Da müssen wir also was tun. Da könnte es Probleme geben und die wird es geben. So. Wie jetzt weiter? Was haben wir gemacht, um das kurz zusammenzufassen? Oder brauchen Sie noch Zeit? Wollen Sie noch Zeit? Sprich mit mir. Ich bin noch nicht bereit. Gut, dann warten wir aber noch. Ich habe es jetzt von 10 MHz bis 3 GHz, glaube ich. Wenn ich jetzt hier den Stecker ziehe, dann gibt es Krach, oder? Sonic Shock, ich wollte keinen Schock kriegen. Aber man kommt ja auf so dumme Ideen, wenn man so. Sollen wir mal gucken, oder? Alles gut? Geht? Ja. Das macht dann, also, dass das bei Ihnen nicht so schnell geht wie jetzt bei mir, weil ich ja heute Morgen schon geübt habe und im Prinzip auch weiß, wo ich hin will, ne? Ist irgendwie klar. Nee, das K ist linear dargestellt. Das K ist hier, ich habe eine rechte Achse gewählt. Ich habe das auf die rechte Achse gelegt. Weil sonst sehen Sie nämlich nichts mit dem K. Das ist dann nämlich um die Null oder siehst gar nichts. Ja. Man kann es auch in ein eigenes Diagramm packen, aber da haben Sie wieder so viele Diagramme, in denen Sie gucken müssen. Das ist auch nicht so richtig schön.
Sie wollen diese Tabelle was? Verschieben. Im gesetzten Fall das. Das ist doch gar kein Problem. Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe auch Ihre Maus geklaut, ne? Aber nein, gibt's, ich kann eine Maus dabei. Gibt es noch eine irgendwo? Darf ich mal irgendwie. Aber das. Können die erstmal größer ziehen? Das geht gar nichts, das wundert, aber es geht schon die ganze Zeit nicht. Ich kann auch das Ding nicht irgendwie länger ziehen, dass die anderen Dinge erscheinen oder so. Aber ich kann nur noch was von anmachen. Hä? Entschuldigung. Ich möchte gerade kurz Bluetooth anmachen, dann haben wir noch was. Ja, mach mal Bluetooth an. So ein schöner Computer. Hm? Und dann läuft der Windows drauf, der Arme. Das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen, oder? Das geht gar nicht, ich weiß auch nicht drum. Irgendwie können Sie wirklich gar nichts machen hier, ne? Ich kann das nicht verschieben, deswegen sieht das alles Sie so können das auch alles nicht aus, wie es aussieht. Ich weiß auch nicht drum, dass es nicht geht. Also ich kann das mit einem Linksklick kann ich die ganzen Menüs öffnen und so, das geht alles, aber ich kann das nicht verschieben oder so, also optisch kann ich nichts dran. Das ist echt erstaunlich. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Also. Bin ich jetzt auch nicht verrückt. Was ist denn jetzt? Jetzt weinen Sie gleich oder was? Was haben Sie denn jetzt? Also das ist echt erstaunlich. Also bei Ihnen geht da wirklich gar nichts. Ja, ich weiß. Also vielleicht hilft neu starten. Was? Sie haben doch eine türkisene Linie. K ist das. Ja. Das sieht bei mir dann aber irgendwie aus. Das ist vielleicht gelb oder so. Und legen Sie es auf die rechte Achse, ne? Also rechte Achse. Sie kämpfen noch mit Ihrem Zugang oder Sie haben noch mittlerweile? Ich habe ihn einfach neu gestartet. Achso, das reicht. Ich habe hier ausgedrückt, dann habe ich ihn mit angemacht und dann ist er ganz mal hochgefahren. Hallo dran. Wenn ich dir eine Farbe zuteile, warum machst du das dann anders? Das ist die nächste Farbe, die da angezeigt wird. Nochmal irgendwas, was man jetzt hat. Na, klappt doch. Boah, ein schwarzes S22. Aber das hat mir einfach so ein spektakulär auf, muss man dazu sagen. Was sonst hatten Sie denn? Ah, ich habe alles simuliert und dann hat alles in dem Einzelnen. Achso, ja, das sieht gut aus, ne? Das ist dann, ja, das sieht wirklich gut aus und da behält auch nur das Genie den Überblick. Mal Pause machen. Ja, können Sie gerne. Aber wir können auch offiziell eine Pause machen. Ich muss, glaube ich, das Video muss ich ein bisschen schneiden. Oder hinter Passwort legen oder so. Bitte? Gestern gab's. Und heute ist irgendwie Lust vor Mann.
Was heißt das wohl? Heute wird es paniert, gerecht. Ab in Frühstück ist immer 15 Minuten. Nee, aber das müssen sie doch machen. Also wenn sie eine Küche oder und wenn es auch nur eine Familie ist, führen, dann tut man schon gut daran, dass man das, was an einem Tag übrig geblieben ist, nochmal vernünftig. Großküche ist das immer so. Nö, wieso? Wenn die hygienisch sauber arbeiten, das tun sie im Zweifel besser als in der Küche, also in der normalen Haushaltsküche. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, klar. Die Temperaturen sind besser überwacht, also das. Die Messer werden eventuell hygienisch und die Hände, also unterstelle ich mal, ne, wenn man vernünftig arbeitet, dann arbeiten die hygienischer als man in der Küche. Also klar, solche Sachen wie den Salat nicht auf dem gleichen Brett schneiden, bevor das rohe Hähnchen lag, ne, zum Beispiel. Aber das macht auch nicht jeder. Also hält sich auch nicht jeder dran. Ja. Ja. Ja, genau. Das, für diese Generation ist das Bewusstsein da, glaube ich, ein bisschen stärker, als das vor zwei Generationen war. Bei meinen Großeltern ist das, aber wenn die Fleischschnitte hatten, haben wir mal irgendwie. Und wir stehen ja noch nicht hin. Das ist halt so. Ja. Dementsprechend sehr die Lichtschalter ist. Irgendwann nimmst du dann nur einen Sack und nicht der, wo oben liegt, weil der liegt schon. Ja, der Klassiker. Der Klassiker. Aber ja gut, komm, dann machen wir jetzt einfach bis kurz vor 10 Pause, wenn jetzt alle eh weggehen. Dann.